herzlich willkommen bei POTT.einander. Von auf dem Chiemsee drauf. Mitten drauf sind wir auf dem Chiemsee. Und zwar machen jetzt hier eine kleine Bootstour von Prien zur Herreninsel, Fraueninsel. Die kleine Kreuzfahrt dauert vielleicht 10 Minuten, einmal übersetzen und dann gucken wir mal, wo der Kini so gewohnt hat und ob der auch zu Hause ist. Das hat die ganze Nacht nur geregnet, den ganzen Vormittag hat geregnet. Wir haben jetzt 13 Uhr und wie soll es anders sein, hier auf dem Chiemsee ist wunderbar mild, das Wasser ist ruhig, es regnet nicht, trotzdem alles grau und grau. Egal, wir sind draußen und haben Spaß. Bleibt dabei, kommt mit und auf geht's. So, das war jetzt der totale touristische Overkill hier. Das war wie eine Butterfahrt, zum Glück nur 10 Minuten. Aber das Umsteigeprozedere hier, das könnte irgendwie beim Sommerschlussverkauf nicht anders sein, ne? Ja, was hast du denn erwartet? Boah, alle Wetter, ey. Was ein Geschubse. Egal. Wir sind jetzt hier, gucken uns das Idyll mal an. Ja, und dann wartet auch noch dieses wunderbare Umsteigemanöver auch gleich noch auf uns. Herrlich zur Fraueninsel, aber erstmal der Herr zuerst. Na sowas. Ja, kaum vorzustellen, dass wir hier wirklich auf einer Insel sind, fühlt sich absolut nicht so an. Man muss auch gut so 15 Minuten von der Anlegestelle bis zum Königshaus laufen oder einfach die Pferdekutsche nehmen, ne? Wie zu Königszeiten. Jedenfalls ist es hier wesentlich wärmer als im Festland und es regnet immer noch nicht. Dann könnte man meinen, wir haben Sommer, ne? Hm. Okay, das ist jetzt aber mal echt ein Hingucker hier. Ja, 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 kaum sind wir einmal auf der Herreninsel und was passiert, dann drehen die hier gerade eben, während du die Kamera anhast, dem Brunnen das Wasser ab. Und was weiß ich, was die hier machen, putzen, machen sauber. Jedenfalls, es ist einfach unglaublich gepflegt und es ist ein Wahnsinns-Augenöffner. Also muss man wirklich mal gesehen haben hier. Echt klasse. Sehr, sehr gepflegt. Wunderschön. So absoluter Massentourismus, muss man natürlich Bock drauf haben, aber irgendwie sollte man das schon mal irgendwie gesehen haben. Das ist natürlich echt beeindruckend, aber hier karren sie wirklich massenweise, scharenweise die Leute hin. Boah. Ja gut, anders siehst du das Ding jetzt ja auch nicht, aber das, was der Kini sich hier hingesetzt hat, ist natürlich echt, das sucht schon seinesgleichen, ne? Wahnsinn. So und so geht es hier Schlag auf Schlag weiter. Hier kommt schon wieder das nächste Schiff. Die einen raus, die nächsten rein. Wir warten noch und legen dann hoffentlich in 10 Minuten ab Richtung Fraueninsel. Jetzt wird's wild, ey. Mit dem Raddampfer. Mit dem Raddampfer, ich werde wahnsinnig. So ganz nostalgisch geht es hier mit dem Raddampfer von der Herren- zur Fraueninsel. Das ist auch richtig historisch, ey, mit dem Raddampfer. Das ist der Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, und das Wetter ist absolut nochmal schön geworden. Es ist richtig warm, die Sonne ist rausgekommen, herrlich, die ganze Nacht ja nur durchgeplästert. Ja, so macht das Spaß. Und jetzt geben wir uns mal ganz den Massentourismus hin. Ui, okay, Challenge. Wer macht die beste Currywurst in Bayern? Hier auf der Fraueninsel oder am Strandbad? Man könnte es probieren, oder? Aber 16 Euro? Na gut, wir sind ja auf einer Insel, ne? Mitten im Chiemsee. Und wenn die Nönneküsschen noch selber am Herd stehen, da hast du sowieso keine Chance. Kommst du nicht gegen an, haben die jetzt schon gewonnen. Oh, wie schade, so ein schöner Biergarten. Aber das Wetter war zu gut. Und dann wurde der Service wohl nach Hause geschickt. Jetzt durften wir leider nicht im Schatten sitzen bleiben. Mussten da in die Menge rein, in die Sonne. Ansonsten war das leider nicht möglich. Wir gehen weiter. Das ist mir zu doof. So, jetzt haben wir doch noch einen schönen Biergarten hier gefunden, eine schöne Fischräucherei, das duftet richtig herrlich. Und was gibt es Besseres als ein schönes geräuchertes Fischbrötchen und ein Bier. So, man sitzt hier herrlich gemütlich am Wasser. Ich sag mal so, da hat der andere Wirt einfach gepennt, sich schwerst verkalkuliert und war jetzt auch gar nicht so freundlich. Da dreht man doch einfach gerne um und sucht sich dann den Ort, den man schon beim ersten Mal ins Auge gefasst hat. Also herrlich, hier lässt sich es wirklich aushalten. Und die Fraueninsel, also meiner Meinung nach. jetzt geht es schon wieder voll Dampf Richtung Prien. Heute ganz unplanmäßig wunderschönes Wetter gehabt. Wir waren hier unterwegs auf dem Chiemsee, auf Schloss Herrenchiemsee und der Fraueninsel, Fraueninsel. Also mal so richtig touristisches Hotspotting gemacht. Und ich muss euch sagen, die Fraueninsel hat mir echt besser gefallen. Also die war so ein bisschen lieblicher, bewohnt, touristisch, so ein kleines bisschen ausgerichtet. Also du kannst da auch offensichtlich Urlaub machen. Ansonsten ist das da so lieblich mit viel Fischerei, Räucherei. Ja, und die Herreninsel, ja, da ist halt das wunderbare Schloss, das kannst du halt angucken, ne? So, aber das ist auf jeden Fall eine Tour, die sollte man auf jeden Fall auch gemacht haben. Das gehört irgendwie dazu. Und wenn man sich den Chiemsee und auch das Voralpenland mal aus der Wasserperspektive ansieht, dann wisst ihr, was ich meine. Also, wir hoffen, dass wir morgen tatsächlich mal eine Bergtour machen können. Mal schauen, ob das Wetter sich in irgendeiner Form so hält. Die Motoren, die stocken hier gerade. Was ist hier los? Start. Der Schifferrad ist weiter zur Herreninsel und nach Gstadt Prien. Beim Aussteigen die Fahrscheine bitte. Sind wir falsch? Hier gibt es nochmal einen Zwischenstopp. Wir sind in Gstadt und fahren danach weiter Richtung Prien. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eine Dreiviertelstunde waren wir jetzt auf hoher See. Das hat sich definitiv gelohnt. 12,50 € oder so hat jetzt hier die Fahrkarte gekostet. Einmal die Seetour West oder so hieß die, Herreninsel, Fraueninsel. Ja, hin fährst du 10 Minuten, ne, zur Herreninsel und jetzt von der Fraueninsel zurück eine Dreiviertelstunde. Hier ist aber auch Endstation und ja, für uns ist auch Endstation. Wir holen uns jetzt erstmal ganz viel Fleisch und machen heute Abend erstmal richtig Steak in eine Pfanne. Wir müssen ja viel Kraft haben, denn morgen winkt ja vielleicht, wenn das Wetter so bleibt, eine Bergtour. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt POTT.einander unterwegs, diesmal im Urlaub vom Chiemgau. Ciao.